Endlich ist er da, der Frühling, und mit dem Frühling verändern sich bei mir zumindest ganz viele Dinge. Ich schminke ein anderes Make-up, ich pflege mich anders, ich rieche anders und ich habe einfach den Wunsch nach ein bisschen Leichtigkeit. Und deswegen habe ich euch hier einige Favoriten aus der Drogerie rausgesucht, die jetzt perfekt für den Frühling sind. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Eine glückliche Kunde. Ich konnte meine Mutter und meine Oma davon überzeugen, ihre aufgebrauchten Produkte zu sammeln und mir zu geben, damit ich euch ihre Reviews geben kann. Und Mama wird auch ganz bald, vielleicht habt ihr es schon gesehen, einen kleinen Gastauftritt hier haben. Zumindest mit ihrer Stimme und ihre Favoriten euch zeigen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, würde ich euch jetzt bitten, den Kanal zu abonnieren und ihr müsst zweimal auf die Glocke drücken, damit ihr dann auch alle Benachrichtigungen bekommt und wir starten direkt mit Skincare. Das Produkt ging vor einer Weile viral und ist dann recht schnell so ein bisschen abgeebbt und zwar von The Ordinary. Ich habe euch das schon mal gezeigt in einem Aufgebraucht oder vielleicht sogar schon zweimal. Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon das dritte Mal zweimal nachgekauft, dreimal benutzt. Das ist das Soothing Barrier Support Serum mit Lipiden, Vitaminen und Phytotechnologie für die epidermale Reparation. Das ist natürlich sehr viel Text für ein Serum, aber das ist ganz spannend. Das hat so einen rosanen Touch. Erstmal, es sieht super, super schön aus. Und es macht was ganz Besonderes auf der Haut. Ich finde das besser vor dem Make-up als abends, weil ich finde, dass das zu viel schon fast für den Abend ist. Ich finde, das bildet so einen richtig schönen Film auf der Haut, auf dem man sehr gut Make-up auftragen kann. Ich finde, das ist so ein Produkt, das würde ich eher als ein Skincare-Produkt betiteln, welches Primer-Eigenschaften hat. Es bereitet die Haut erstmal gut mit Feuchtigkeit vor. Lipide sind super, super wichtig, damit einfach die Haut geschützt wird. Und es sorgt dafür, dass die Hautschutzbarriere, da sind wir wieder beim Thema, gut geschützt ist. Und das bildet so eine Schutzschicht zwischen eurer Haut und dem Make-up. Und dabei sieht es halt auch noch cool aus. Es ist nicht parfümiert. Ich finde, es riecht einfach so ein bisschen nach Skincare, aber nichts Unangenehmes. Es hinterlässt einen schönen feinen Glow auf der Haut und es ist einfach sehr beruhigend. Also ich finde, es macht so einen ganz, ganz tollen Look auf der Haut, wie dieser Glow rauskommt. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Vielleicht ist es ein Problem, was ich habe. Sobald ich ja meine Haut berühre, habe ich ja so eine kleine Rötung direkt. Und dass das auch so ein bisschen die Haut zum Strahlen bringt. Nicht unbedingt durch den Glow, sondern ganz leicht durch die Farbe. Also wenn ihr eher zu so einem fahlen Tar neigt, ist das vielleicht eine ganz, ganz gute Sache für euch. Ein Produkt, was ich hier gerne mit reinnehmen würde, ist von Herbal Essences. Das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt schon viermal benutzt und ich mag es sehr gerne. Das ist die Repair Arganöl Haarmaske. Kommt in diesen blauen Bottich. Bei mir in der DM-Filiale stand sie sehr weit unten, also da im Fußbereich, sodass ich sie fast übersehen habe. Aber die ist sehr, sehr reichhaltig und ich finde, der Duft konzentriert in der Verpackung ist gar nicht so spektakulär wie in den Haaren. Ich habe ja nicht so lange Haare. Aber wenn selbst ich mich und meine Haare rieche, sobald ich mich umdrehe, also ich habe, weil ich das so schön fand, bin ich ab und zu bei mir durchs Bad, ich habe die Tür zugemacht, dass kein Luftzug entsteht, bin einfach gelaufen, habe mich umgedreht und habe gerochen, weil das wirklich ganz, 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 ganz toll riecht und es hinterlässt einen wahnsinnig schönen Glanz in den Haaren. Und nicht so einen fettigen Glanz wie beispielsweise die Garnier Haarhonig Haarmaske, so ein Serum. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Aber auch muss ich dazu sagen, weil ich nicht die richtige Zielgruppe für dieses Produkt bin. Das ist für die Längen, das ist für trockene Längen. Ich habe keine trockenen Längen, ich habe trockene kurze. Also da brauche ich das nicht unbedingt. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich damit sehr gerne mache, ist, ich wasche mir die Haare meistens abends, ne? Beim Duschen. Bei mir brauchen die nicht so lange zum Trocknen. Und dann probiere ich einen Tag lang nichts zu machen. Und abends mache ich dann die Herbal Essences-Kombination mit diesem Glossing von Isana in der Farbe Brown oder warmes Braun ist. Das mischt das zusammen, nur ein ganz kleines bisschen von dem Glossing. Mach mir das in die Haare, lass das eine halbe Stunde drauf und wasch das dann aus. Hab erstmal einen schönen Farbreflex in den Haaren und dann auch diesen Glanzreflex durch das Produkt. Und dann ist natürlich der Duft einfach unglaublich da. Und das leitet mich auch sehr, sehr gut über. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass ich meine Düfte und das, was ich gerne an mir trage, immer so ein bisschen an die Jahreszeiten anpasse. Deswegen freue ich mich, dass ich auch dieses Jahr wieder mit Larisée zusammenarbeiten kann.
Ich habe mich natürlich ein bisschen an den Frühling und an das Frühlingsthema angepasst. Ihr seht das, ich habe einen wunderschönen Make-up-Look drauf. Und für mich ist genauso wie Make-up immer der Duft entscheidend für den Abschluss eines jeden Outfits, eines jeden Looks. Ich finde, das bringt das Ganze nochmal so ein bisschen zusammen. Ihr kennt Larisee wahrscheinlich mittlerweile von mir schon gut und ausgiebig, aber ihr findet bei Larisee unglaublich viele Duftzwillinge zu euren liebsten Düften zu einem spektakulär guten Preis, wie beispielsweise im Moment einer meiner Favoriten, und zwar die 427. Ich habe sie freundlich Bleu genannt, denn das ist ein Duftzwilling zu Chanel Bleu. Und das ist natürlich ein super bekannter Duft, der aber sehr preisintensiv ist. Und ihr bekommt bei Larisee natürlich immer die besten Preise. Und das finde ich bei Larisee gerade so schön, ohne Abstriche zu machen. Ihr habt ein sehr cleanes Packaging, was natürlich super gut ist für unterwegs. Es ist nicht zu schwer, es nimmt nicht zu viel Platz weg. Aber der Duft, und darauf kommt es am Ende des Tages, wie ich finde, auch an, hält genauso lange, wenn nicht sogar länger als der Originalduft. Wir erinnern uns an die verlorene Kirsche, die natürlich preislich noch mal wo ganz anders ist, aber da hält einfach die Version von Larisee deutlich, deutlich länger. Und die 427 ist so eine sportive Version. Ist vielleicht was für euren Mann, für euren Sohn, wenn er frisch riechen möchte, so ein bisschen zitrisch, aquatisch, aber nicht so Sportkabine Buxtehude, wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Großartige Empfehlung. Aber ihr wisst ja, dass ich mich im Moment sehr, sehr vermehrt mit Parfums und wie man einen Duft komponiert, auseinandersetze. Und für mich hat sich das Layering noch mal ein bisschen intensiviert. Ich habe viele Düfte, die ich euch gezeigt habe in meiner Parfumsammlung beispielsweise. Und manchmal habe ich ja immer gesagt, ich kombiniere Düfte ganz gerne, weil mir aus dem einen vielleicht ein bisschen noch was Holziges fehlt oder hier noch ein bisschen was Fruchtiges. Ich habe noch nie darüber gesprochen, weil ich es immer so ein bisschen für mich behalten habe. Weil ich weiß, die meisten interessieren sich natürlich für Duftzwillinge. Aber wenn ihr so Parfum-verrückt seid wie ich, dann müssen wir einmal ganz kurz über die Fokusdüfte reden von Larisee, denn sie haben nämlich sehr, sehr viele spannende Versionen, die wirklich nur auf einen Duft gehen. Ich habe hier zwei Stück und die sind jetzt perfekt für die kommende Jahreszeit. Beispielsweise Maiglöckchen. Es riecht einfach nach Maiglöckchen. Blumig, frisch, leicht, wie als hättet ihr einen Strauß Maiglöckchen in der Hand. Und was ich damit mache, ist, wenn ich beispielsweise einen sehr, sehr schweren Duft habe, einen sehr holzigen, einen sehr amberlastigen, bernsteinwürzigen Duft habe, der mir aber zu schwer ist, gebe ich im Anschluss einen Spritzer von einem anderen Duft, wie beispielsweise Maiglöckchen, mit drauf und habe nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Es gibt alles. Es gibt Rose, es gibt Schokolade, es gibt Kaffee, es gibt Vanille. Ihr könnt eure liebste Duftnote nochmal aussuchen und dann zu eurem liebsten Duft kombinieren. Und aus euren bestehenden Düften einfach nochmal was ganz anderes rausholen und ein ganz anderes Dufterlebnis machen. Also wenn ihr so parfumverrückt seid wie ich, dann könnt ihr das mal ausprobieren, weil es eure Dufterlebnisse nochmal auf ein ganz anderes Level bringt. Und mein Rabattcode bei Larisee gilt immer. Egal ob jetzt auf beispielsweise Maiglöckchen und Kokosnuss oder auf alle anderen Duftzwillinge. Eine großartige Sache, um sich auch so ein bisschen in die Welt der Parfums mit hineinzuversetzen. Also schaut da unbedingt bei Larisee vorbei. Ihr könnt was sparen. Es gibt ein Refill gratis mit dazu. Und ihr werdet es lieben. Ich verlinke euch einfach mal unten alles. Schaut da gerne vorbei. Und wir hüpfen direkt zum Make-up. Und da wollte ich euch nochmal die Skin Tint Foundation oder den Skin Tint von Essence mit auf den Weg geben. Erstmal, die Farbrange ist sehr, 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 sehr gut. Ihr findet in der Drogerie einige helle und auch einige dunkle Farben. Online gibt es, glaube ich, 16 oder 18 verschiedene Farben. Und das auch eigentlich bei allen Retailern. Egal ob Purist, Cosmetic for Less, DM, Rossmann, sind überall da. Sehr, sehr spannend. Sie hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und wird im Moment so ein bisschen als günstige Alternative zu der IT Cosmetics CC Cream gehandelt. Kann ich nicht unterschreiben. Vielleicht von den Inhaltsstoffen, ansonsten gar nicht. Die IT Cosmetics CC Cream ist sehr, sehr dick, sehr reichhaltig und auch schon fast für mein Empfinden zu viel für den Alltag. Ne? Die ist, wenn du vielleicht Rosazea im Gesicht hast oder so, oder vielleicht ein Feuer mal abdecken möchtest oder große Unebenheiten abdecken möchtest. Ein sehr, sehr gutes Produkt. Versteht mich da nicht falsch. Für den Alltag reicht mir aber die. Erstmal kostet die 3,99 € und sie hat ein sehr schönes, feuchtigkeitsspendendes, natürliches Finish. Nicht zu glänzend, nicht zu glowy. In Kombination mit diesem hier habt ihr dann natürlich einen Glow. Aber
Die hält sehr gut, sie spendet viel Feuchtigkeit, sie gleicht alles so ein bisschen aus. Und was mir hierbei aufgefallen ist, ist, dass ich die ganz gut anpassen kann. Heute beispielsweise habe ich nur ganz, ganz wenig Produkt benutzt, weil ich einfach nicht so viel haben wollte. Du kannst so ein paar Unebenheiten noch durchsehen. Auch hier auf der Stirn habe ich auch noch so ein kleines Pickelmärchen. Reicht. Und du kannst sie ganz dünn auftragen oder nur punktuell. Oder wenn du sagst, du brauchst einfach heute mehr Deckkraft, kannst du auch die Foundation dafür benutzen. Das ist eine ganz spannende Sache. Ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen, weil so eine Foundation wird konzipiert bis zu einem gewissen Punkt. Die wird so formuliert, dass sie bei einer bestimmten Menge gut aussieht. Und manchmal kann es sein, dass eine Foundation bei zu wenig Foundation nicht gut aussieht. Das fällt mir immer wieder auf bei der Armani Luminous Silk Foundation, die ich ja auch sehr, sehr gerne mag. Aber die ist schon sehr deckend. Und wenn ich sie ganz leicht auftragen möchte, dann funktioniert sie so, wie sie hier formuliert ist, nicht mehr ganz so gut. Das Problem habe ich hier nicht. Und ich finde auch, dass sie eine gute, sehr, sehr gute Alternative sogar zu der Age Perfect BB Cover Foundation von L'Oréal Paris gibt, die ja eher aus dem Sortiment genommen wurde oder kaum noch zu finden ist. Und ihr habt hier einfach eine Vielzahl an Farben. Also große, große Empfehlung. Ich habe das Ganze abgerundet mit einem Bronzer, den ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Der war vor 2 Jahren recht beliebt und auch recht neu, weil es war so ein bisschen verwirrend, wie er vermarktet wurde. Es wirkte so, als könnte man den nass auftragen. Und ich habe das dann auch probiert und das ging auch irgendwie, aber auch irgendwie nicht so schön. Das ist der L'Oréal Paris Infallible 24 Stunden Freshwear Bronzer. Ich habe ihn in der Farbe 300 Light Medium und er hat auch hier hinten Spiegel. Ich glaube, hier war auch so ein kleiner Pinsel oder eine Quaste mit dabei. Aber der Bronzer ist ganz spannend. Der hat eine sehr schöne Textur. Er ist recht warm, in der Farbe zumindest. Und er hinterlässt auf der Haut kein pudriges Finish. Ich weiß, dass viele mit texturierterer Haut immer probieren, von Puder abzusehen, aber sie wollen auch nicht so viel Glow haben, weil Glow ja auch die Textur fördern kann oder verstärken kann. Und man braucht so einen Mittelweg dazwischen. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr guter Bronzer für den Mittelweg ist. Er sieht nicht pudrig und trocken aus, er ist aber auch nicht glowy, also er hat keine Schimmerpartikel mit drin. Und du kannst ihn, das finde ich persönlich ganz spannend, ihn beispielsweise mit dem Foundation Brush auch sehr, sehr gut auftragen. Einmal reicht, nicht hin und her und hin und her. Und dann arbeite ich mir den in die Hand ein und kann dann hier auch nochmal so ein bisschen rübergehen, das Ganze etwas aufwärmen und die minimale Feuchtigkeit in dem Schwamm, die ihr vielleicht noch drin habt, durch eure Foundation oder ihr nehmt ein bisschen Wasserspray oder so und arbeitet das gut ein. Nicht mit dem Wasser hier rauf sprühen, das funktioniert nicht. Das ging damals schief, habt einen sehr, 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 sehr schönen Bronzer, der das ganze Gesicht erwärmt. Was ich mir gut vorstellen kann, dass man mit dem vielleicht auch einfach das gesamte Gesicht so ein bisschen diffus mit einem großen Pinsel vielleicht rein und dann überall mal so ein bisschen rübergehen, um so eine Gesamtwärme zu erzeugen oder punktuell natürlich noch nur auf den Wangen. Mag ich sehr, sehr gerne. Er wird als matter Bronzer bezeichnet, er ist matt, aber er ist nicht trocken und dafür auch für texturierte Haut sehr, sehr gut gemacht. Und da ich ja mittlerweile ganz bewusst nochmal weiß, wie viele Mäuse ich in der Community habe, die nicht 19 sind, habe ich auch hier nochmal was rausgesucht von Judith Williams. Ich muss sagen, Judith Williams ist genauso wie Asam Beauty für mich eine Marke, die mit dem Hintergedanken an die Produkte geht, dass sie auch bei texturierterer Haut gut funktionieren. Und dieser Peachy Pearl and Golden Glow Highlighter Blush hat mir sehr, sehr gut gefallen. Erstmal ist das eine wunderschöne Farbe. Nicht so laut, nicht so kitschig, nicht so schrill, sondern ein schöner pfirsichfarbener Ton mit ganz leichten Schimmerreflexen mit drin, die auf meiner Haut sehr schön rausgekommen sind. Ich habe keinen zusätzlichen Highlighter aufgetragen, sondern ich bin dann punktuell mit dem hellen Ton einfach nochmal rübergegangen. Wenn man das Ganze mischt, dann ist es natürlich deutlich mehr, aber ihr könnt auch aufgrund der Größe das Ganze ganz gut so ein bisschen aufteilen. Mit dem hellen Ton bin ich einfach übers gesamte Gesicht gegangen, habe das Ganze so ein bisschen fixiert und hatte so ein sehr schönes, frisches Finish und ich mag das ganz gerne. Das ist so ein richtig schöner Frühlingsblush. Und ihr habt das vielleicht auch schon auf meinen Lippen erkannt, wobei jetzt gar nicht mehr so viel drauf ist. Ich habe nämlich die Produktvideos vorhin schon gedreht. Ich habe eine ganz tolle Lippenkombination für euch, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Das ist von Manhattan die Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in der Farbe 59Y Love Rosie. Ein super schöner, ja schon fast lilaner Ton, aber nicht so ein buntes Lila, sondern eher so ein Mauve-Ton, der bei mir in der Lippenkombination sehr, sehr schön funktioniert, weil er auch hier nicht so laut und nicht so schrill ist. Ich weiß, dass viele, es gibt mir auch so, ne, ich
Gut, ich laufe jetzt auch nicht jeden Tag mit vielen verschiedenen Lippenstiften rum, ne? Aber so ein roter Lippenstift oder so ein pinker Lippenstift kann manchmal schon sehr viel sein. Und da ist so ein Mauve-Ton eigentlich gar nicht so schlecht. Die Manhattan Lip Liner sind sehr, 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 sehr gut. Sie halten extrem gut, extrem lange. Du kannst sie rausdrehen, du musst sie nicht unbedingt anspitzen. Du hast eine Menge Produkt mit drin für einen Lip Liner. Und es ist auch made in Europa, in der Tschechischen Republik. Finde ich sehr schön in Kombination mit dem nächsten Produkt. Und auch Art Deco ist für mich so eine Liebesmarke geworden dieses Jahr und auch vor allem im letzten Jahr, weil sie einfach sehr nah an meinen Interessen, an den Produkten dran sind. Das ist alles nicht so bunt, das ist alles nicht so laut. Ich habe gestern ein Post gesehen von einer neuen Kollektion aus der Drogerie und habe mich gefragt, ey, es spricht mich nicht mehr an. Dieses bunte, lila, rosa, Neon, Metaglow, das ist alles nicht mehr so meins. Ich bin einfach optisch ein bisschen erwachsener geworden. Ich glaube, das sieht man ja auch und finde auch für mich oder mein Anspruch an Make-up ist halt auch einfach ein ganz anderes geworden. Und weswegen Art Deco dann eine großartige Marke für mich geworden ist. Ja, sie ist hochpreisiger, aber sie hat auch einfach bombastische Qualität. Und ich glaube, dass fast alles sogar made in Germany ist, wenn nicht sogar alles. Und ich wollte euch hier nochmal den Plumping Lip Gloss bzw. das Plumping Lip Fluid mit auf den Weg geben. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die Nummer 21. Sehr, sehr hell, aber in Kombination mit diesem Liner gleicht sich das Ganze so ein bisschen aus. Der Duft ist dieser klassische MAC-Vanille-Kipferl-Duft. Sehr, sehr schön. Und er hat so einen leichten plumpenden Effekt, aber bei weitem nicht so wie die Lifter Plump von Maybelline beispielsweise, die ja schon wirklich sehr intensiv sind. Der ist ganz subtil, ganz leicht, sehr, sehr angenehm im Alltag. Und der hat halt eine sehr gute Farbabgabe, ne? Also auch gerade wenn du vielleicht nur so ein bisschen auftragen möchtest oder so einen schönen Gloss-Effekt haben möchtest, gar kein Problem. Und ihr habt vor allen Dingen auch nicht dieses Pappige auf den Lippen, diese Fäden, die sich dadurch ziehen. Großartige Kombination, sehr, sehr schön für den Alltag. Nicht so teuer, sehr langanhaltend und in der Drogerie erhältlich. Und das waren meine Drogeriefavoriten, die ich euch hier für den Frühling mit auf den Weg geben wollen würde. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt nochmal bei Larisee vorbei. Dort findet ihr eine Menge spannende Düfte und mit meinem Code könnt ihr natürlich da auch nochmal ein bisschen was sparen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf!